Meine lieben kleinen Final Fantasy 7 Wölfe, ja, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming Wolf. Au! Jupp, und wir wollen natürlich heute wieder weitermachen mit dem Klassiker. Später kommt natürlich auch noch das Remake. Wir sind ja gerade die Bergsteiger-Profis hier und sitzen gerade in der Höhle, da haben wir gerade gespeichert. Ich hoffe, dass wir die Tour bald mal hinter uns haben. Ist ja doch ein ziemlich langer Weg. Ja, auf jeden Fall, ihr steht auf Final Fantasy 7. Auch den Klassiker, dann lasst dem Video schon mal eine positive Bewertung da. Gerne schreibt mir auch was in die Kommentare, gerne Tipps, Tricks oder was weiß ich, was ich hier vergessen habe. Und natürlich Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen. Das wäre auch super nett. Glocke aktivieren und dann wollen wir jetzt auch reinstarten. So, gespeichert haben wir. Dann wollen wir jetzt aber auch weitermachen. So, wo müssen wir jetzt lang? Können wir hier rüber? Nee. Sieht irgendwie schlecht aus. Das heißt, ich werde wohl da hinten erstmal durch den Tunnel müssen. Ui, wir dürfen wieder in eisiger Kälte rumlaufen. Brrr. Okay, da kann ich nur sagen, immer schön warm anziehen. Ja, nicht so leicht bekleidet wie Cloud rumlaufen, das ist keine gute Idee. Aber wir müssen erstmal wieder kämpfen. Und natürlich sind das wieder diese komischen, weiß ich nicht, was sollen das sein? Gelbe Pinguine mit, Stacheln? Haben auf jeden Fall eine sehr wilde Frisur. So, auf jeden Fall müssen wir diese Vögel hier jetzt einmal schnell platt machen. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Seit wann muss ich die zweimal hauen? Habe ich die nicht letztes Mal noch in einem Schlag geschafft? Was? Hat der drüben schon drei Angriffe ausgehalten? Aber was soll das denn hier? Werden die jetzt etwas stärker oder was? Egal, Kampf trotzdem schnell bestanden. So. Boah. Das Miegelchen ist nochmal ein Level aufgestiegen. Die Kohlen sind auch angestiegen und wir steigen hier auch wieder auf. Und hier steigen wir wieder ab, um wohin zu kommen. Kommen wir denn jetzt als nächstes hin? Haben wir es jetzt eigentlich mal an die Spitze geschafft? Ach nee, das hier. Feuermann, so. Wir haben, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt hier an jedem Eiszapfen nämlich einen Kampf. Und wir müssen jetzt quasi den Eiszapfen besiegen. Naja, und die Gegner, die da vorne rumflattern. Ey, ihr Flattermäuse, ihr nervt mich hier. Komm, gib Feuer 3 drauf. Oder auch nicht. Ach nee, die Viecher haben ja diesen komischen Schweigedingsbums da. Da. Zack. Ah, ich mach mal Tornado. Nein, Tornado ist doch hier doof. Ja, es bringt was gegen diesen Eiszapfen, aber. Eieieiei. Tornado bringt doch bei fliegenden Gegnern gar nichts. Seht ihr? Mist. Weil klar, die kriegen den Schaden durch den Sturz auf den Boden, aber fliegende Gegner. Ja, natürlich, wenn die durch den Tornado hoch und wieder runtergepfeffert werden, würden selbst fliegende Gegner Schaden kriegen. Aber es ist ja bei den meisten Spielen so, dass solche Erdbeben oder Wuchtangriffe auf den Boden bei fliegenden Gegnern nicht effektiv sind oder gar nichts bringen. Aua. Der Eiszapfen hat sich gewehrt. Habt ihr das gesehen? So, jetzt ist er aber kaputt. Jetzt macht er Knirs. Knars. Und Puddy. So. Kampf gewonnen. Und gleich fällt einer der Eiszapfen, die ihr eben gerade im Vordergrund gesehen habt, nach unten. Diese Aktion ist auch super wichtig. Warum? Erfahrt ihr noch am Ende des Videos. Deswegen müsst ihr dranbleiben. Genau. Nee, ich will jetzt nicht runterspringen. Das kann ich gerne später irgendwann machen, weil da sind noch drei Eiszapfen. Und wir müssen alle unten haben. So. Also der nächste Kampf. Also nicht wundern, es kommt jetzt wirklich ein Kampf hier nach dem anderen. Weil wir an jedem Eiszapfen einmal kämpfen müssen. So, erste Flattermaus erledigt. Und seht ihr, ich habe schon wieder Schweigen drauf. Hab ich? Nee, ich glaube, da war ich zu dumm. Da habe ich tatsächlich mir nichts geholt, das diesen Zauber blocken kann. Sollte ich mir allerdings demnächst vielleicht doch in. Jawohl, so viel mit irgendwelchen Schweigezaubern werde ich, glaube ich, gar nicht mehr zu tun haben. Aber es wäre vielleicht gar nicht schlecht, sowas immer irgendwo im Inventar mit rumzutragen, dass wenn man solche Gegner hat, zwischen den Kämpfen mal das schnell wechseln kann. Weil gerade Daruvid bräuchte das, um im Kampf wieder zu heilen.
Den haben wir aber auch erledigt. Damit ist der zweite Eiszapfen unten. Ja, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt ausgerechnet mit hier Red 13 und Vincent die ganze Zeit rumlaufe, a.k.a. wie sie bei mir heißen, Daruvit und Miegelchen. Ne, das hat so seinen Grund. Das sind nämlich zwei Streamer auf Twitch, mit denen ich in Kontakt bin, wobei der gute Daruvit derzeit ein bisschen inaktiv ist, aufgrund von Arbeit etc. pp. Aber Miegelchen ist da. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu unserem gemeinsamen Discord-Server, wo wir zusammen drauf unterwegs sind. Da werden dann auch Sachen bekannt gegeben, wenn wir dann mal alle was zusammen machen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, seid ihr herzlich eingeladen. So, wir müssen aber in den nächsten Kampf. Ne? So, draufhauen. Wie viele Flattermäuse sind das eigentlich? Sind das drei oder vier? Ich glaube, ich habe einen Knick in der Optik. Ich kann das nicht genau erkennen, aber ich glaube, das sind vier Stück, ne? Hä? Also, kann ich nicht genau sagen. Aber egal. Wir müssen die jetzt erstmal platt machen. Ne, ich sag ja, wir müssten unbedingt was gegen Schweigen holen. Jetzt wollte ich Ifrit einsetzen und natürlich... Was machen diese Blatterbeißer da? Die gehen natürlich gleich mit ihrem Zauber auf Miegelchen, bringen ihn zum Schweigen, dadurch kann er keine GFs mehr rufen. Danach wird natürlich Daruvit zum Schweigen gebracht, damit er keine Heilungszauber oder sonstiges mehr einsetzen kann. Ja. Ganz, ganz blöd. Und jetzt zuletzt wurde auch der gute Cooper zum Schweigen gebracht. Ich meine, ich weiß, ich bin eine ziemliche Quasselstrippe, aber so schlimm ist das doch auch nicht. Da muss man mich doch nicht gleich mit einem Schweigezauber belegen. Also wirklich. Böse Flattermäuse. Oder was sagt ihr dazu? Jetzt schreibt nichts Falsches, ne? Ich bin ganz leicht beleidigt. Wer es glaubt, ist selig. Ist selig? Wer es glaubt, ist selig? Wer es glaubt, wird selig? Ich bin gerade mal wieder verwirrt, aber das macht nichts. Es geht hier immerhin darum, dass wir die Eiszapfen runterkriegen. Nicht darum, dass ich irgendwelche Sprichwörter richtig im Kopf habe. So. Nein, ich möchte immer noch nicht runter. Ich möchte den letzten Eiszapfen auch noch platt machen. Ich weiß gar nicht, brauchte ich eigentlich wirklich alle oder reichen schon ein paar Stück aus? Egal. Aber ich will hinten an die Kiste auch noch ran. Und von daher... So. Daruvit, mach schnell Zauber, mach schnell Zauber. Bevor... Oh, nee, der ging nicht auf Daruvit. Schnell. Nein, 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 nein. Bitte, ich warne dich. Ich hätte es wissen müssen. Es lohnt sich gar nicht, irgendwelche Zauber einzusetzen. Ich hätte einfach auf Attacken gehen sollen. Ganz ehrlich. Das war so dumm von mir. Aber okay. Weiter geht's im Text. Geht nicht anders. Ich muss das Ganze jetzt irgendwie überleben. Aua. Leute, das könnte hier ganz schön eng werden. Da könnte irgendjemand, ouch, noch bei drauf gehen. Nee. Alter, Daruvit, bleib am Leben. Und mach das Ding mit Reißzahn platt. Bam. So. Was? Da steht jemand? Nee, doch nicht. Oh, gut. Ich wollte gerade sagen, nee, das steht immer noch. Aber nee, es bricht. So, dann können wir uns nämlich gleich die gute Kiste da hinten in der Ecke holen. Wenn das Ding hier endlich mal runterfällt. So, ist es kaputt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Yes. So, runter damit. Nein. Ich will die Kiste noch haben. Letztes Elixier. Was ist letztes Elixier? Kann ich hier nicht irgendwo am Rand runterspringen? Och, Menno. Ah, doch, jetzt darf ich. Ja, ich gehe die Abkürzung. Ich habe keine Lust, hier wieder den Weg zurückzulaufen. So, und nun... Oh, da hinten ist auch noch eine Kiste. Wir gehen uns mal kurz die Kiste schnappen. Denn... Werden wir hier wieder in einen Kampf verwickelt? Das sind aber diesmal zum Glück keine Flattermäuse. Das heißt, jetzt sollte endlich auch... nein, Heilung funktionieren. Oh. Wieso werde ich immer vergiftet? Was haben die gegen mich? Wollen die mich so dringend loswerden? Ich bin doch eigentlich ein ganz Lieber.
Nur zu denen nicht, weil die auch nicht lieb zu mir sind. So, bei denen dürfte aber Tornado richtig gut wirken. So. Los. Und wusch. Flieg mal davon. Bye, bye. So, das dürfte es gewesen sein. Genau. So. Den. Ich glaube, den guten Darowid sollte ich gleich ein bisschen Äther verpassen, dass er wieder ein bisschen zaubern kann. Weil der ist schon ziemlich schwach auf der Brust, aber erstmal so, was hat das jetzt... Okay, das hatte das gebracht, genau das war's. Ich musste ja hier rüber und jetzt ist der Wasserspiegel gestiegen. Beziehungsweise die Eisschollen sind damit auch hochgekommen und jetzt kann ich nämlich darüber hopsen. Dafür war das Ganze nämlich nochmal gut. Ja. Eigentlich wollte ich mir nur schnell die Kiste holen. Und dann wollte ich dem guten Darowid eigentlich ein bisschen neue MP wiedergeben. Also ihn da ein bisschen auffüllen. Aber was ist? Kommen wir nicht aus der Höhle raus? Kommen hier gleich wieder so ein paar komische Sabbelvögel. Und müssen mich hier einfach belästigen. So, jetzt reicht's aber. Weg mit dir. So. Darf ich jetzt wenigstens die Kiste erstmal öffnen? Was haben wir denn da? Superschwert. Ist das Schwert denn wirklich so super? Das wollen wir uns auch mal angucken. So, Cloud. Denn, was kann das Schwert denn? Also, da ist das Superschwert. Angriff ist schwächer. Dafür Angriffprozent ist wiederum höher. Und ich habe sehr, sehr viele Materie-Slots dafür. Aber nee, ich werde irgendwann, glaube ich, nochmal umwechseln. Gerade auch, um mehr Materie aufzunehmen. Aber jetzt schlitter ich erstmal in einen Kampf rein. Und um neue Waffen kümmern wir uns später. So. Ja, so, Mietelchen darf jetzt erstmal seine gallianische Bestie rauslassen, um diesen Kampf hier schnell für uns zu entscheiden. Wumms, 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 erster weg. Zack, zweiter weg. Du willst einen Extrembomber machen? Aua. So, was hast du davon, dass du hier einen Extrembomber machst? Dafür gibt's gleich Backenschelle. Tadam. Gut, den haben wir geschafft. Damit dürfte ich jetzt mit Cooper auch aufsteigen. Oh, Mütterchen ist auch schon wieder aufgestiegen. So, und dann mal gucken, schaffen wir das bis ins Ziel diesmal? Oh, ich hätte das nicht sagen können. Nicht sagen können, die sagen sollen, meine ich, ne? Das geht doch jetzt wieder in die Grütze. Nö, ich hab's geschafft. Wow. Ha. Und jetzt? Och nö, nicht so wieder klettern. Ich will nicht klettern. Hat das Klettern hier nicht mal ein Ende? Ey, hallo, wieso klettert der nicht? Wieso hakt das hier? Los, weiter, Claude. Cooper meine ich. Claude, Cooper, jetzt mach schon, sieh zu, ich bin gleich ein Eiszapfen. Ich muss einen kleinen Step-Tance hinlegen. Und zwar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dip, 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 dip. Step, 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 step. Los, 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 los. Jetzt step schon endlich, so. Das sollte warm genug sein, damit sollte ich auf die nächste Ebene kommen. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich nach rechts will, ne? Nein, ich will nach oben. Ich will hier einfach nur weiter. Ich habe keine Lust auf Experimente hier mehr im Moment. Ich will dieses Klettern... Habe ich nicht eben gerade das Klick zum Klettern gehört? Und trotzdem kommt noch ein Kampf? Und auch noch ein Angriff von hinten? Alter, sag mal. Jetzt reicht's aber. So. Jungs, macht die blöden Zappelfieher hier mal rund, ne? Das ist, die sind sowas von frech. Wir wollten hier einfach nur in Ruhe klettern. Und die stören uns dabei. Da muss es einfach mal die echt super ausgepackte Respektschelle für geben. So läuft das schon mal gar nicht, ne? So, einmal geheilt. Okay, jetzt wird die Mana-Power von dem guten Darowid echt langsam sehr, sehr schwach. So, aber wir müssen erstmal hochklettern und steppen und dann wieder steppen.
Weil sonst sind wir gleich ein Ei. Guck! Sonst sind wir nämlich gleich ein Eisklotz. Wir sind schon auf 34 wieder runter. So, komm. Cooper, schnell. Step, 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 step. So. Dann gehen wir hier einmal rein. Mal gucken, ob wir gleich wieder Ether. Zack, 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 zack. So, aufgefüllt. Müssen wir nochmal steppen oder. Nee, wir sind noch warm genug. Schnell. Klettern. Oh, und wir kommen wieder in eine Höhle. Das ist gut, das ist gut. Und was finden wir in dieser Höhle? Ein Speicherpunkt. Ja, das ist was Gutes, denn den werden wir auch gleich nutzen und damit den Part hier für heute beenden. Wir werden die nächste Höhle in Angriff nehmen und da bin ich mal gespannt, ob die wieder uns danach nochmal zum Klettern schicken oder ob wir es jetzt endlich gepackt haben. Auf jeden Fall möchte ich euch bitten, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst gerne noch eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Außerdem tippelt gerne was unten in die Kommentare. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt und das noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne noch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann seid ihr auch beim nächsten Mal dabei, vielleicht sogar schon heute Abend beim Remake. Ich wünsche euch was, euer Cooper der Wolf. Au! Bye bye!